Und ja, so gehen wir entsprechend direkt über zu unserem zweiten großen Teil in unserem für viele von uns auch Highlight mit unserem Lernersguide, den wir euch gerne vorstellen möchten zum Thema Community Management, an dem ja unsere kleine, daraus gewachsene Community jetzt das letzte Jahr immer wieder alle paar Wochen sich zusammengesetzt hat und zwischendrin ganz fleißig daran gearbeitet hat. Und da möchten wir euch heute einen kleinen Einblick geben. Aber bevor wir das machen, Simon, vielleicht kannst du uns ja erzählen, was ist denn Lernos überhaupt? Ja, Lernos ist ein Projekt hier bei uns in der Akademie gewesen, um mal unsere Wir Erfahrungen hören und den. dich ein bisschen Achso, schlecht. Moment. Jetzt ist besser. Ist besser? Ja, Warte mal, super. warte mal. Okay. Also Lernos an sich ist ein Projekt, das wir 2000, das wir übrigens 16 gestartet haben hier bei uns in der Akademie. Da sind wir 15 Jahre alt geworden und die Idee ist quasi, alle Erkenntnisse aus den ersten 15 Jahren zusammenzufassen für die nächsten 15 Jahre. Und da entstehen so Leitfäden, mit denen man ja, innerhalb von einem Sprint irgendwie ein Thema lernen kann. Und unter anderem eben auch das Thema Community Management. Ich poste gleich noch so Links in den Chat. Da gibt es eine Quelle, wir haben ein Bench-Learning-Projekt, 2015 war das, glaube ich, mal ein White-Label-Playbook Community Management gemacht. Also so mal zusammengeschrieben, was die Erfahrungen im Community Management intern sind. Und das haben dann verschiedene Firmen intern verwendet. Und das ist so als Google Doc vor sich hingeschimmelt. Und irgendwann dachte ich, das macht eigentlich Sinn, das mal wieder aus der Versenkung zu holen. Ich habe das auch in dieses LernOS-Format überführt. Da waren natürlich viele Links alt und Literatur alt. Und dann hat Achim, glaube ich, war der Erste, mit dem ich dann mal gesprochen hatte, ob es nicht sinnvoll wäre, sowas mal auf Vordermann zu bringen, ein bisschen zu aktualisieren. Und dann haben wir auf dem LOS-Camp 20, also 2020, glaube ich, war das LernOS-Camp, eine Session gemacht. Und ich habe gerade gesehen, es gibt von der LernOS-Convention letztes Jahr eine Session mit dem Titel irgendwie auf den letzten Zügen zum Community-Management-Leitfaden, wie es im Community-Management oft so ist. Dauert die letzten Züge dann doch auch noch mal ein paar Monate. Und deswegen finde ich super cool, dass da jetzt heute so was Tolles rausgekommen ist. Und ja, freue mich auf die Vorstellung. Ja, vielen lieben Dank, Simon, für dieses ja, großartige Konzept und auch die Plattform und alles, was du uns auch dafür da zur Verfügung gestellt hast. Und ja, sozusagen all das, so dieses Fundament gelegt hast. Und da wird das ja auch schon erwähnt. Ja, nächstes Wort an Achim, der würde ich sagen, der war, der uns so auch als Community da ganz stark zusammengehalten hat und das in die Wege überhaupt gebracht hat und so, ja, unser kleines Pflänzchen auch zum Wachsen gebracht hat. Ja, danke, danke Steffi für die Blumen. Also ich habe ja schon auch gesagt, es ist wirklich ein Community-Produkt und ich bin da eigentlich auch ganz froh drüber. Klar, Simon hat mich angesprochen, ich habe dann diese Session gemacht, aber da kamen halt ganz schnell Leute wie ihr, auch andere, ja, die heute vielleicht nicht mehr dabei sind, aber so ist es halt auch in der Community. Und ich fand es spannend, wie sich das entwickelt hat. Es waren vielleicht so verschiedene Phasen. Am Anfang sind wir irgendwie voll motiviert aufgebrochen. Dann gab es doch auch, also Simon hat ja schon gesagt, man braucht manchmal so ein kleines Pflänzchen, das sich dann so entwickelt. Dann hatten wir vielleicht auch so eine längere Anlaufphase, wo sich vielleicht textlich noch nicht so viel getan hat, wo wir auch vielleicht viel über Grundlagen und Definitionen noch diskutiert haben. Und mein Highlight war dann halt auch, als es dann diesen Durchbruch gab, wo sich auch wir als unterschiedliche Leute so ein Stück weit emanzipiert haben, wo wir auch mehr Vertrauen dann ineinander hatten, auch einfach Dinge abzugeben, freier auch mit dem Material, das schon da war, umzugehen. Und das ist dann am Schluss jetzt noch übergegangen, nicht letztes Jahr, wie Simon gesagt hat, beim Loskampf, als wir angeblich schon in den letzten Zügen waren, sondern denke eher so im Herbst, wo wir dann halt gesagt haben, erst Oktober, dann Januar ist unser Endtermin. Da kam dann so die Struktur rein, ja, also so diese vier Phasen. Und ja, ich fand es wirklich auch sehr schön, das zu erleben. Also ich glaube, das macht auch Communities aus, so zu sehen, was ist da,
Wer ist da und was entsteht da draus? Und irgendwann halt auch den Mut zu haben, ja, hey, da sind ganz diverse Beiträge und das wird was Spannendes draus. Und am Ende kommt wirklich ein tolles Ergebnis raus. Aber vielleicht, ich weiß nicht, ihr seid vielleicht auch neugierig, was eigentlich jetzt überhaupt neu ist. Gerne auch mich ergänzen. Ich muss jetzt hier nicht einfach weiterreden, weil ihr wart alle mit dabei. Vielleicht kann ich kurz mal teilen. Ich weiß nicht, ob man im Hintergrund, ob ihr überhaupt diesen QR-Code vollständig sehen könnt. Da kämt ihr dann tatsächlich auch zum Guide. Ah, jemand hat mich in Spotlight gesetzt. Ja, stimmt das? Das war ich, deswegen, dass man es gar nicht sieht, genau. Ja. Genau, toll. Dann teile ich aber jetzt trotzdem mal kurz, dann können wir vielleicht auch gemeinsam ein bisschen durchführen. Wir hatten gedacht, wir zeigen euch natürlich gerne so ein bisschen die Themen, wir reden aber dann vielleicht auch so ein bisschen über das, was uns alle als Individuen vielleicht dazu gebracht hat. Ich lese hier gerade nebenbei den Chat. Was uns als Individuum einfach auch motiviert hat, hier weiterzumachen, was so ein bisschen unsere Highlights waren und was unsere Learnings waren. Ihr seht jetzt hier den LernOS-Guide. Den Link, hat den schon jemand geteilt, oder? Ja, ist schon im Chat. Gut. Natürlich steht hier erstmal was über LernOS, aber ich gehe mal gleich zum Kern. Es war ja schon ein bisschen Material da und war auch sehr, sehr wertvolles Material, was seit 2015 hier gekommen ist. Aber das, was hier jetzt wirklich auch neu ist, ist dieser Lernpfad nach dem LernOS-Modell, dass wir das auf quasi 12 Sprints, manche nennen es Wochen, einfach die Themen verteilt haben, um sich der Sache in kleinen Peer-Circles anzunähern. Also wer vielleicht LernOS noch nicht so kennt, man bildet ähnlich wie bei Working Out Loud so kleine Gruppen von 5 Leuten und nimmt sich dann diesen Guide vor und macht jede Woche eben ein anderes Thema. Woche, wenn ich sage Woche, das kann man sehr individuell auslegen. Wir wissen auch, Community Management kann ein sehr großes Thema sein. Ihr könnt die Sprints auch völlig anders definieren oder einfach auch das Ganze iterativ ein bisschen angehen. Zu jedem dieser Thema, Community, Grundlagen, Konzeption, Ziele, Zielgruppen und so weiter, gibt es eben wirklich dann auch ganz konkrete Aufgaben, konkrete Verweise zum Lesen, zum sich beschäftigen, zum gemeinsam diskutieren. Also Grundlage ist, glaube ich, nicht, dass man jetzt hier so einzelne Bausteine so wirklich nach dem Lehrbuch in allen Details hier erfasst, sondern Grundlage ist, das versuchen wir auch am Anfang ein bisschen deutlich zu machen, dass man auch ein bisschen guckt, was da kommt. Also vor allen Dingen, dass man nicht alleine losläuft, dass man sehr schnell halt Gleichgesinnte sucht und es auch gemeinsam mit denen macht. Es gibt kein wirklich einmaliges Rezept hier zu machen. Das, was hier im Lernpfad steht, das sind einfach Hilfsmittel, die einem auf diesem Weg begleiten können, um vielleicht auch bestimmte Dinge besser einordnen zu können. Also es soll jetzt nicht irgendwie verstanden werden als, hey, das ist jetzt dein detaillierter Bauplan, um da eine Community zu bauen. Ja, vielleicht hat jemand eine Frage oder vielleicht möchte jemand von den anderen, hier war ja jetzt nicht nur Steffi dabei, es ist noch Katharina von der GIZ dabei, es ist noch Tanja Laub von Walkabout dabei, Alfred Zedelmeier von Audi oder Hardy Lauritsch von Siemens, Healthineers, die auch mit dabei waren beim Erarbeiten dieses Guides. Die Katharina meldet sich. Ja, hi, wenn du schon so aufrufst, hi. Ich muss auch gerade lachen, ne? Simon, als du sagtest, genau, in den letzten Zügen haben wir auf der einen Seite tatsächlich gedacht, da gibt es aber auch zwei Stories zu der Seite. Das eine ist, gibt Verzögerungen und so weiter, die Dinge dauern manchmal länger.
Ich glaube aber auch, da gibt es noch was anderes, nämlich tatsächlich, dass es uns so ein bisschen schwer gefallen ist, diesen Guide fertigzustellen, weil wir uns so gerne getroffen haben. Das soll jetzt irgendwie nicht kitschig klingen, aber es ist wirklich, Stefanie, du hast es schon angedeutet, so die Erkenntnis, wie wichtig es eigentlich ist, an konkreten Dingen als Community zu arbeiten und wie man darüber tatsächlich zu einer Community wird. Das war für mich total einprägsam und ich weiß gar nicht, ob wir das in dem Guide selber so genau erwähnen, aber das stach so richtig raus. Ne? Und man kann eigentlich so an der Entstehung des Guides auch so ein bisschen sehen, wie wächst man eigentlich als Community zusammen? Ne? Ich habe irgendwie Achim dich, glaube ich, irgendwann mal nach dem LernOS-Event angequatscht. Ja, wie kann man da irgendwie mitmachen? Und dann habe ich gedacht, naja, Conti dabei und Audi und Daimler und dann wir so als Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, passt das überhaupt? Und es ist total interessant gewesen, nochmal den Blick auch auf das eigene Unternehmen zu richten. Was machen wir denn eigentlich schon in Communities? Was läuft denn da auch so in der Privatwirtschaft in Deutschland? Das war für mich tatsächlich, ist es wirklich nochmal ein ganz anderes Netzwerk, als das, in dem ich sonst so unterwegs war. Und irgendwie brauchen wir jetzt einen neuen Guide, an dem wir arbeiten, weil es tatsächlich eine Community selbst geworden ist. Also würde ich als einen großen Tipp für Community Building mitgeben, an welchen Artefakten kann die Community arbeiten und daran wächst sie und darüber wächst sie zusammen. Danke, Katharina. Ich knüpfe einfach mal ein kleines bisschen dran an. Hilft euch jetzt vielleicht nicht zum Verständnis von dem Teil, macht aber nichts, aber ich denke, es ist eine wunderbare Story. Ich erinnere mich, dass wir angefangen haben mit irgendwelchen Whiteboards, wo wir über Value Proposition sprechen wollten und so weiter und so fort. Ich denke, es war absolut hilfreich, aber zu glauben, dass wir dann anschließend einen Fahrplan daraus ableiten und ein Projekt, das dann einfach halt ja, abgearbeitet wird, nee, natürlich nicht. Wir haben halt voneinander gelernt, wir haben miteinander gelernt, wir haben durchaus unsere verschiedenen Interessen auch eingebracht. Ich zum Beispiel habe überhaupt kein formales Assignment als Community Manager. Tanja lebt quasi unmittelbar davon. Also es sind ganz spannende Kräfte, die da auch wirken. Und trotzdem war es erstaunlich, welche Dynamik da am Schluss reingekommen ist und das Ding jetzt wirklich fertig dasteht. Also ja. Ein Lehrstück an Community Building, Aufzug, Fostering und bei so vielen Community Managern kein Wunder, dass es was geworden ist. Ja, Tanja hat auch die Hand gehoben, glaube ich, möchte auch da dann direkt anknüpfen, ne? Ja, ich knüpfe da gerne direkt an, denn ich fand es auch total faszinierend, wie wir das, was Communities ausmacht, quasi selbst erlebt haben. Und was ich total faszinierend fand, dass ich auch wieder gezeigt habe, obwohl in den ganzen Unternehmen die Hürden, die Herausforderungen gleich sind und jeder sich so die gleichen Fragen stellt, dass das nicht auch heißt, dass etwas, das im einen Unternehmen funktioniert, auch genauso im anderen Unternehmen funktioniert. Sondern wir können zwar den Rahmen bilden und wir können sagen, okay, das sind Dinge, auf die man achten muss, aber letztendlich sind alle Unternehmen so unterschiedlich, was sich ja auch in unseren wöchentlichen Diskussionen gezeigt hat, dass da einfach jedes Unternehmen den eigenen Weg finden muss, was für sie das Beste ist und man quasi so Handreichungen und Empfehlungen geben kann, aber jedes Unternehmen dann halt wirklich den eigenen Weg findet. Und also wir hätten da auch gut und gern noch weiter dran arbeiten können. Also wir haben mit Sicherheit noch genug Stoff und Diskussionen für die nächsten 3 Jahre und haben so oft bei Themen gesagt, okay, nee, das führt jetzt zu weit und das ist für den nächsten Guide und wir müssen irgendwo eine Grenze ziehen, weil wir das Ding auch nicht ausufern lassen können. Und das waren für mich so die 2 prägendsten Dinge, die mich in der Zeit getragen haben. Ja, vielen Dank. Auch Tanja, das kann ich alles nur bestätigen. Und aus meiner Sicht war auch sehr bemerkenswert, dieses zu erleben, wie sich wirklich dieses Vertrauen nach und nach aufgebaut hat. Also auch zwischen uns. Wir kannten uns ja zum Teil auch vorher gar nicht oder flüchtig oder wie zum Beispiel Achim und ich oder auch mit Simon das Bench Learning oder hier über die C3-Managers, aber zum Beispiel Katharina kannte ich vorher gar nicht und Alfred eher nur über Twitter und Hadi ja eher so flüchtig und so
über den Austausch, über das Thema Community Management, über das so nach und nach mehr in Begegnung zu kommen, die Beziehung auch zueinander zu stärken, ist halt so dieses gegenseitige Vertrauen gewachsen und damit auch, was so in Vertrauen drinsteckt, dass sich zu trauen, an diesem ja, großen Stück da dann zu arbeiten. Und damit meine ich auch zum Beispiel, dass man, vielleicht kennen wir das alle, wenn man plötzlich etwas ändert, auch mal rauslöscht oder ergänzt an etwas, das irgendjemand anders mal mit natürlich auch bestem Wissen und Gewissen geschrieben hat, wo wir am Anfang sehr zurückhaltend waren, finde ich. Und was auch dazu beigetragen hat, warum es einfach so gedauert hat und bis wir immer mehr in dieses Trauen sich selbst und auch den anderen, dass wir da alle ebenfalls mit bestem Wissen und Gewissen dran arbeiten. Die Erfahrung, die wir ausgetauscht haben aus den ganz vielen verschiedenen Bereichen, die wir kommen, denke ich, tragen zwar zum einen natürlich zu ein bisschen individuellen Schreibstilen auch bei, aber vor allem auch dazu, dass die Qualität steigt, weil es eben nicht aus einer einzigen Perspektive und einem einzigen Fall geschrieben ist, sondern Tanja, also vielleicht eher holistischen Blick über Communities, manche von uns aus großen Organisationen, Katharina wieder aus einem ganz anderen Blick. Und das war für mich so, ja, auch die große Bereicherung daran, über das Thema noch mehr zu lernen, aber auch von euch und miteinander. Ja, Katharina hatte die Hand gehoben. Genau, vielleicht noch mal ein, zwei Sätze. Wir haben jetzt noch gar nicht so viel über die Inhalte gesagt, aber die erschließt ihr euch ja auch alle noch im Nachgang. es war so ein schöner Kommentar vom Georg Holzknecht, ne, im Chat, den wollte ich gerne aufgreifen. Das Störgefühl bei der Begrifflichkeit Community Management. Da haben wir auch so ein bisschen drüber gesprochen und auch über den Untertitel, geht es um soziales Lernen, geht es um Lernen im Netzwerk, geht es eigentlich um gemeinsames Entwickeln und sind letztlich bei Community Management geblieben. Wir haben bei uns im Unternehmen auch immer die gleiche Diskussion über Knowledge Management, wo es genau das Gleiche ist. Meine Güte, Wissen kann man überhaupt nicht managen und Communities kann man nicht managen. Und wir sind letztlich aber auch wieder beim Knowledge Management geblieben. Wir haben mit verschiedenen Dingen rumexperimentiert. Und es ist immer so ein Hin- und Hergerissensein zwischen, diese Begrifflichkeit drückt es nicht richtig aus und erweckt irgendwie so dieses Störgefühl und falsche Erwartungen. Und gleichzeitig ist es aber auch ein Begriff, mit dem Menschen inzwischen auch irgendwie was anfangen können. Und so zwischen diesem Hin- und Hergerissensein ist es immer so, ja, wir nennen es jetzt irgendwie Gardening oder wir nennen es irgendwie Säen und letztlich aber auch, naja, vielleicht, wir haben uns entschieden, wir nehmen den Begriff und wir beschreiben das, was wir damit meinen, im Guide. Und da wäre ich jetzt auch dann gespannt, wenn du ihn gelesen hast, ob du dich da wiederfindest. Also wir haben viel wir haben das versucht, ganz gut zu fassen, ne, was wie viel Facilitation und Orchestrieren das eigentlich ist und wo auch so die Kompetenzen liegen, dass es immer wieder darauf ankommt, eigentlich auf andere zu reagieren, Menschen in Beziehung zu setzen. Eher als zu meinen, dass man hier irgendetwas managt. Genau, aber ich bin da ganz gespannt auf die Rückmeldungen und auch, es ist eine Diskussion, die so ein bisschen immer währt. Also wenn dazu gerne noch jemand was sagen würde, sonst würde ich vielleicht noch eine neue Frage stellen, weil es ist natürlich auch interessant, ich meine, wir sind ja alle in unseren Organisationen unterwegs gewesen und trotzdem haben wir jetzt so ein Stück weit auch Zeit abgezwackt, auch für nicht, wo wir kein Geld verdienen, wo wir vielleicht nicht unmittelbar so eine große Sichtbarkeit haben, trotzdem hier an so einem Community Management Guide zu arbeiten. Und das ist natürlich auch für unsere Communities in den Unternehmen interessant, wo wir sagen, hey, da gibt es so viele Boss-Communities, ja, das wird halt irgendwie von der Abteilung verordnet oder es ist halt irgendwie von oben eine besondere Aufmerksamkeit da. Warum haben wir eigentlich jetzt hier mitgemacht und an diesem Guide gearbeitet? Was hat es uns eigentlich gebracht? Wo lag eigentlich die Motivation? Also wenn ich das für mich ganz kurz beantworte, ich meine, wir haben bei Daimler ein Community-Qualifizierungsprogramm, ja, das ist ja leichtgewichtig. Natürlich habe ich gedacht, okay, da kann man sicher auch Erfahrung ausspeichern, aber ich glaube, wir haben auch nicht den Stein der Weisen, sondern auch da ist inhärent, dass wir das stetig weiterentwickeln und
Hier wurden schon die Perspektiven genannt. Ich fand es total wertvoll, hier auch auf andere Leute zu treffen, die vielleicht, ja, GEZ ist irgendwie so politisch, gesellschaftlich, international unterwegs. Tanja hat ganz viele Kunden. Also einfach das wirklich auch zu challengen, was wir, diesen Saft, in dem wir schmoren. Und daraus habe ich eigentlich sehr viel Motivation gezogen, jenseits der Tatsache, dass ich wirklich sehr gerne mit euch in den Gruppen zusammen war. Wie war eure Motivation? Oder wie ist es generell mit so Motivation in solchen Dingen, so etwas zu erarbeiten? Ich setze da einfach mal einen Kontrapunkt, wie ich vorhin schon gesagt habe. Ich habe kein Assignment, ich bin kein Community Manager. Mein Hobby, und das kann ich ganz gut ausleben, sogar in der Firma, ist Begleiter zu sein. Manche nennen es auch Coaching. Und von der Seite her bin ich natürlich hoch interessiert an sozialen Systemen, und eine Community ist so eins. Und ja, der zweite Parameter war, ich kannte euch eigentlich alle. Katharina war die Letzte, die habe ich am Lanners Camp kennengelernt. Und von der Seite her gesagt, wow, das sind Profis, da kannst du auch was mit abstauben. Und vielleicht kannst du auch mal ganz quere Perspektiven noch mit reinbringen. Ich glaube, das habe ich hier und da auch gemacht. Und ich habe ganz, ganz viel dabei gelernt und Wunder und Staunen. Ich bringe es jetzt auch wieder an den Mann. Ich habe jetzt in-house einfach ein paar Begleitungen an der Stelle, wo es genau um Communities geht. Verwenden den Community Canvas in Workshop-Formaten. Ja, also spannend. Ganz andere Motivation, überhaupt nicht professionell, ursprünglich getrieben, aber sie hat mich so mitgezogen. Wie wunderbar. Wie ging es dir, Katharina? Es ist echt eine gute Frage. Also bei mir ist es, die ist nach und nach wirklich gewachsen. Ne? Am Anfang von, ich schneide da mal was mit, bis hin zu, also auch ne, die Lust auf die Termine. Ich sag mal so, wir haben es ja wirklich über lange Zeit gemacht. Ne? So, und uns alle 3 Wochen irgendwie getroffen. So die ersten Wochen oder Monate, wenn ich zurückdenke, war es irgendwie mal nicht so schlimm. Ne? So einen Termin, den kann man irgendwie mal weglassen. Und dann das letzte Jahr oder länger tatsächlich, nee, da räume ich mir die Zeit für frei. Das heißt, die Motivation hat sich irgendwie geändert von, ich finde LernOS spannend und da will ich mich irgendwie mehr engagieren. Und ich, also, ne, ich weiß nicht, ich fühle mich da irgendwie, und auch irgendwie, ich fühle mich jetzt sicher genug, wie das hier irgendwie so funktioniert, diese LernOS Community, dass ich das Gefühl habe, mich hier einbringen zu können. Das war auch so ein Randtasten. Und so intern, also ich bin bei der GIZ für Wissensmanagement und organisationales Lernen zuständig, da passt das ganz gut rein. Ich habe jetzt aber auch niemanden gefragt, ob ich da irgendwie mitmachen darf oder sollte. Also das ist so eine Eigeninterpretation. Und bei, ich sag mal, bei uns im Unternehmen ist es so, die Erkenntnis, das ist total wichtig, dass man mit anderen Unternehmen, auch unterschiedlichen Typs, da sich da in Netzwerken engagiert, die ist jetzt noch nicht überall unbedingt so angekommen. Ne? Also im Zweifel ist es so das, was wo vielleicht zuerst noch gesagt wird, ist das jetzt wirklich ein gutes Investment deiner Zeit? Ich habe das Gefühl, das muss man einfach machen und dann dem Unternehmen zeigen, übrigens, das war hier ein gutes Investment meiner Zeit und hier kommt was zurück, eher als vielleicht vorab die Erlaubnis zu fragen. Das ist so ein bisschen meine Erfahrung. Und die Motivation war also zum einen, es ist total schön, wenn man an etwas zu veröffentlichen, dem in einer Community mitarbeitet, da auch irgendwie eine Sichtbarkeit hat, die Verknüpfungen herstellt und auch immer wieder, und da wachsen auch immer wieder neue Sachen draus. Also es ist tatsächlich für mich ein Weg zu sagen, so kann ich meinen Job gut machen über dieses externe Engagement mit Leuten aus anderen Unternehmen. Das ist ganz klar die Motivation gewesen. Und ich mag da halt das Thema. Also passt ganz gut zusammen. Soll ich mal weitergeben? Ja. Wie war es denn bei euch, Stefanie, vielleicht? Oder wer ist denn noch? Ist noch ja, wir haben noch. Ja, genau. Zwei, genau. Ja, Ruchika möchte gerne noch etwas sagen. Dürfen wir denn schon Fragen stellen oder soll das noch ein bisschen warten? Dürfen wir schon dazwischen fragen oder? Selbstverständlich, gerne. Ja. Jetzt Sag ist jetzt wirklich einfach. Zeit, auch Fragen zu stellen, weil, ja. Ich wollte es jetzt nicht vorziehen. Also, falls ihr jetzt noch irgendwie sagt, wir brauchen noch 2 Minuten, dann würde ich das. Alles gut, sehr gerne. Okay, ich habe mich gefragt, also seid ihr wirklich ein Team, also aus unterschiedlichsten Firmen, mit einem unterschiedlichen Background,
Und wenn ich mir das Inhaltsverzeichnis anschaue hier, das ist ja echt, sind ja verschiedene Aspekte, die hier auch angeschaut werden. Habt ihr da irgendwie so ein Kapitel, sag ich jetzt einfach mal, wo ihr sagen würdet, da haben wir die meisten Learnings gehabt oder da haben wir die größte Herausforderung gehabt, daran zusammenzuarbeiten? Also wenn dann vielleicht die Angst, also es gab ja schon eine Vorgängerversion und da gab es schon einen sehr großen Teil mit ganz, ganz vielen Formatvorschlägen. Ja, was kann ich denn eigentlich an Aktivitäten in der Community machen? Und das war halt in einer bestimmten Weise geordnet und irgendwie hat es immer so den Gefühl, ja, das ist zwar sehr wertvoll, aber die Struktur, die ist irgendwie schräg und was machen wir eigentlich damit? Es ist jetzt eine Banalität, aber es hat wirklich sehr lange gedauert, bis im Grunde Katharina und Steffi gesagt haben, hey, wir gehen das jetzt mal einfach mutig an und räumen da jetzt mal auf. Ja. Also ich meine, andere Einzelkapitel hat vielleicht dann auch mal jemand Einzelnes, Individuelles beigesteuert und die anderen haben halt Feedback gegeben. Also bei dem Kapitel war es aber irgendwie so, ja, also da wollte man nicht unbedingt zerstörerisch zu Werk gehen, aber es war vielleicht auch ein bisschen notwendig, da mal aufzuräumen. Ja. Ja, das zum einen. Und wenn ich noch eins ergänzen darf dazu, zu deiner Frage, Ruchika, habe ich den Eindruck, wo wir sehr viel drüber gesprochen und auch philosophiert haben und wir auch sehen, da gibt es sicher nicht einen Königsweg, war, wenn es um die Strategie für die Communities geht und damit sozusagen auch die Entstehung einer Community, wo wir immer wieder so an den Punkt gekommen sind, okay, entsteht jetzt die Community, weil sich ein paar Leute zusammenfinden, wir vorher auch gerade von Moni gehört haben, hey, wir haben da was gehört und wir finden das cool und lass uns jetzt mal eine Community dazu zu machen und legen einfach los, oder setze ich mir zu Beginn das übergeordnete Ziel, überlege mir gerade bei internen Communities, wie trägt das zu den Zielen des Unternehmens bei, was sind so die Unterziele, die ich habe, wer sind meine Zielgruppen, die Member, die Rollen, und setze dann die Community auf. Also so diese Herangehensweise, wo wir eben festgestellt haben, gut, es gibt sicherlich beides oder natürlich noch viel mehrere Wege und auch da nicht so ein Erfolgsrezept, sondern je nach Thema, je nach Zweck sozusagen, je nach auch Passion, die man einfach zu einem Thema hat und sich dann welche zusammenfinden, so kann eine Community entstehen und entweder von Beginn an eine Strategie haben oder sich diese auch erst über die Zeit entwickeln. Ja, die Herausforderung war sicherlich da irgendwo auch so die Balance zu finden, weil das Thema einfach so vielfältig ist und intern auch so unterschiedlich umgesetzt werden kann und dann zu gucken, okay, was ist wirklich das Relevante, was jetzt jedem was bringt, ohne aber das Thema auszuufern, dass da jetzt keine 50 Seiten draus werden, sondern wie schaffen wir die Balance auch um, gerade bei den Aktivitäten, man kann so viel machen und bei den einen funktioniert das eine, bei den anderen funktioniert das andere und wir haben so eine Liste und dann haben wir diskutiert, okay, streichen wir irgendwas raus, nimmt das irgendwo Überhand, auf welche Details, auf welche Ebene gehen wir? Und da so wirklich die Strukturen, die Balance zu finden, das war somit die größte Herausforderung. Dankeschön. Gut, Alfred hatte sich noch gemeldet. Also ich glaube, wir sollten dann auch mal abbinden. Da kam jetzt auch schon die Frage, ob wir noch mal inhaltlich eingehen. Ja, Alfred, schieß mal los. Ja, also wir können auch den Jan noch mal kurz eine Antwort geben. Kommen wir heute die Zeit, noch mal inhaltlich einzusteigen? Also relativ kurz. Also ich würde dann auch gerne alle einladen, sich das einfach mal selber anzugucken. Und dann natürlich auch, also ich denke, wir können kurz einen Abriss geben, aber dann natürlich auch vielleicht auch darauf einzuladen, uns auch Feedback zu geben in der Cognion Community. Ich weiß nicht, Simon, du hast da noch, glaube ich, so einen Link wo zu unserem Stream, zu unserem Newsfeed. Genau, hatte ich im Chat gepostet, ja. Alfred, wolltest du noch? Ja, ich kann nur kurz ein, zwei Sätze aus dem Chat wiederholen zu meiner Motivation. Also ich kenne ja auch das Thema Community Manager rein als technische Funktion, wo man eben auch kurz eine Ausbildung bekommt und dann eben technisch eine Community gründet. Das hat mich einige Jahre jetzt schon beschäftigt, eben auch in meinem Kerngeschäft.
Und das war meine Motivation, jetzt darüber hinaus zu verstehen, was bedeutet das überhaupt. Also wirklich die Haltung zu entwickeln, auch wie baue ich eine Community auf, wen brauche ich dazu, welche Aktivitäten, wie es die Tanja schon gesagt hat, kann ich da nutzen und da eben mehr Basiswissen zu bekommen. Und natürlich war es auch eine schöne Erfahrung, mit bisher unbekannten Menschen und mit den ganzen Kompetenzen von euch da zusammenzuarbeiten. Also für mich hat es wahnsinnig viel gebracht und da bin ich auch dankbar dafür. Und jetzt. Struktur. Gut, dann erkläre ich mal kurz, wie der Leitfaden aufgebaut ist. Dann könnt ihr euch die Inhalte auch selber anschauen. Also es gibt ein Grundlagenkapitel und es gibt einen Lernpfad. Also Grundlagen klingt jetzt nicht so aufregend, aber es gibt einfach ein inhaltliches Kapitel, wo wir einfach mal so linear erzählt haben, angefangen von den Definitionen, die es über Communities gibt, zu den Rollen, über die Konzeption hinweg, die Strategie und dann auch wirklich zu den Praktiken hinweg. Also einfach mal alles, kann man sich wirklich mal durchlesen. Das sind, glaube ich, 50 Seiten. Da sind auch eine Menge Fallbeispiele dabei. Da gibt es wirklich einen Abschnitt wirklich nur zu Praxisbeispielen und Fallbeispielen. Das ist für die, die einfach mal sich den Dingen einfach konventionell lesend annähern möchten. Und der andere Teil ist wirklich dieser Lernpfad. Das ist dann der zweite Teil. Ich kann auch entscheiden, anstatt mir das Ganze per Buch anzueignen, hey, jetzt setze ich mich wirklich mit dieser kleinen Circle-Gruppe zusammen und dann nehme ich mir den Lernpfad her und dann mache ich jede Woche zum Beispiel was anderes. Also ich bilde meine Gruppe, ich beschäftige mich in Woche 1 mit Community-Arten und nächste Woche ein anderes Thema. Dann gibt es in der Mitte wirklich auch einen Boxenstopp für Reflexion und da wird dann spezifisch nochmal gesagt, jetzt hol dir nochmal Feedback zu deinem Konzept zum Beispiel ein von gewogenen Menschen oder Sponsoren oder wen auch immer du da einbeziehen möchtest. Und dann gibt es weitere Themen, die gehen mehr so in Richtung Management, also Moderation, Engagement, schwierige Situationen und am Schluss einfach nochmal feiern des Erreichten. Also es ist wirklich so gedacht, dass du dein Konzept oder deine Community Stück für Stück auch aufbaust während dieser 12 Sprints und sie weiterentwickelst und am Ende dann auch zumindest mal einen Prototypen hast, mit dem du weiterarbeiten kannst. Und das kannst du dann in Woche 12 feiern, beziehungsweise dann auch festlegen, wie du einfach weiterarbeiten möchtest damit. Gemeinsam natürlich mit dem Netzwerk, das du dann durch die anderen, die in deinem Circle waren, auch schon mitbekommen hast. Also Peer-Learning-Prinzip ist wirklich ein wesentlicher Baustein hier. Ja. Also diese zwei Teile, Theorie, sage ich jetzt mal, und dieser Peer-Learning-Baustein, das sind die wesentlichen Bausteine und da kannst du wirklich, je nachdem, welcher Lerntyp du bist, entscheiden, wie du dich der Sache annähern möchtest. Ach, vielleicht nur eine kurze Ergänzung. Ich kann mich erinnern, die Frage kam, als wir das letzte Mal vorgestellt haben beim LernOS Camp, auch wenn man schon Community Manager ist oder Managerin und eine etablierte Community hat, ist der Guide nutzbar. Also wir haben versucht, beides abzudecken. Also gerade so Fragen wie Technologien oder welche Inhalte spielen da eine Rolle? Wie kann ich vielleicht auch nochmal, auch wenn meine Community vielleicht irgendwie schon 2-3 Jahre alt ist, wie kann ich nochmal über Zielgruppen neu nachdenken? Will ich nochmal zum Konzept zurückgehen oder so? Also man kann da auch so reintauchen in bestimmte Themen, die vielleicht interessant sind. Also es soll explizit beides abdecken, ob es uns ganz gut gelungen ist oder nicht. Gerne Feedback. Und wir hoffen, es trifft etablierte und auch neue Community-Managerinnen. Genau. Gibt es noch eine Frage? Jo, ansonsten würde ich vorschlagen, geben wir noch einen Ausblick auf unseren Kickstart, den wir irgendwann mal machen werden, aufgrund der Rückmeldungen, die wir hoffentlich zahlreich und bald kriegen.
Und wir haben uns überlegt, dann einfach nochmal eine Kickstart-Veranstaltung zu machen, wo wir dann vielleicht einfach ein paar nähere Einblicke geben und ein paar Tipps. Genau, das würden wir dann auch in der LernOS-Community bekannt geben. Simon hatte den Link nochmal geteilt. Vielleicht kannst du ihn nochmal teilen. Er ist, glaube ich, irgendwie im Newsfeed jetzt verschwunden. Ja, genau. Und natürlich ist auch dieser Guide, der war schon vorher ein lebendes Dokument und er ist natürlich jetzt auch weiter ein lebendes Dokument. Wir haben auch am Anfang so ein paar Themenbereiche mal vorgeschlagen, wo durchaus noch Optimierungen oder Ergänzungen möglich sind. Und wenn ihr da weitere Ideen habt, was fehlt euch eigentlich da dran? Ja, oder ihr wollt ein Kapitel schreiben oder sonst irgendwas, dann gerne her damit. Ja. Was man vielleicht noch sagen könnte, die LernOS-Guides stehen ja immer unter so einer Creative Commons-Lizenz. Also das heißt, der Inhalt ist offen, den kann man weiterverwenden. Wenn jetzt jemand sagt, will ich im Intranet nutzen, mir gefällt ein Teil davon, ein Kapitel will ich aber umschreiben. Nur ihr könnt, so ähnlich wie Bilder auf Pixabay, könnt ihr den Inhalt verwenden und könnt ihn für eure Bedürfnisse anpassen. Na, weil ich denke, weiß nicht, wie es euch geht, bei mir ist immer so, one size fits all passt nicht immer. Na, man muss manchmal so Sachen ein bisschen anders nennen oder Links noch auf irgendwas ziehen. Also da auch herzliche Einladung, das einfach weiter zu verwenden und weiter zu nutzen. Sehr gut. Mit Blick auf die Zeit würde ich sagen, lasst uns zum Ende kommen. Ich glaube, man sieht, es ist wirklich sehr viel Passion, sehr viel Herzblut in das Ganze geflossen und wir sind sehr gespannt auf euer Feedback dazu. Wir hoffen, es wird euch viel helfen. Ich glaube, wir alle können sehr viel um das ganze Thema lernen und das hört wahrscheinlich auch nie auf. Ich würde sagen, nochmal Rebecca in deine Richtung. Wollen wir uns noch das Feedback ansehen oder noch öffnen unsere Insights aus der heutigen Session?